Bardell, du bist das schwarze Schaf der stolzen Winglichs. Wie kannst du es wagen, so schamlos hier aufzutauchen? Delta Bard, ich dachte, du wärst mit dem dekadenten Menschenleben zufrieden. Oder etwa nicht? Bardell, wovon redest du? Geh zurück zu den Menschen und warte dort auf den Tag, an dem wir die Menschen vernichten. Hört auf! Der Urahn! Urahn Blan, du hast den Wald freiwillig verlassen. Wie kommt es, dass du wieder da bist? Ich wollte nur mal alle besuchen. Den Wald zu verlassen ist ein eine unverzeihliche Todsünde. Wusstest du das nicht, als du in die Welt der Menschen aufbrachst? Deshalb hättest du eigentlich nie zurückkehren dürfen. Doch, das wusste ich. Aber das ist doch blöd. Die Welt ist 100-mal größer als dieser Wald. Natürlich gibt es schlechte Menschen, aber es gibt auch viele gute Menschen. Ihr seid ihnen nie begegnet, dann solltet ihr sie auch nicht hassen. Es gibt Leute, die Menschen hassen, nur weil sie Menschen sind. Aber das sind nur wenige. Wir wollen nur unser Leben schützen. Das ist alles. Die Menschen haben schon immer Angst vor den Zauberkräften der Winglis. Diese Angst wandelt sich mit der Zeit in das Verlangen, uns zu unterdrücken und etwas zu unternehmen. Wir werden entweder versklavt oder vernichtet. Deshalb brauchen wir unsere eigene Welt, wie diesen Wald hier, den die Menschen nicht betreten können. Gehe zurück in die andere Welt. Deine Gegenwart entzöhnt die anderen. Verstehe. Ich gehe wieder. Maru! Mutter! Bleib weg von ihr. Machst du Witze, Vater? Es ist die Vorschrift. Wir gehen. Mutter, Vater. Es muss schwer für dich sein, aber du musst zurückgehen, Meru. Verlasse sofort den Wald. Das war aber kein schönes Familientreffen. Gura? Was tust du da? Ganz ruhig. Ich will allein mit dir reden. Du scheinst eine schreckliche Prüfung bekommen zu haben. Das macht mir nichts aus. Hör auf, dich stark zu stellen. Es war nur der falsche Zeitpunkt, Maru. In letzter Zeit sind alle so angespannt. Ist das auch meine Schuld? Nein, seit kurzem rumort die Erde. Fühlst du es nicht auch, Meru? Ich habe es ein bisschen gespürt. Die Tiere im Wald benehmen sich ganz wild. Und das muss die Ursache sein. Aber was bedeutet das? Der Urahn Blano sagt, es wäre ein Omen dafür, dass ein Drache wieder zum Leben erwachen würde. Und es ist kein gewöhnlicher Drache. Selbst unsere Vorfahren, die viele, viel größere Zauberkräfte hatten, konnten ihn nicht besiegen. Was für ein Drache ist es? Der stärkste Drache von allen. Der König der Drachen mit 7 magischen Augen. Der Götterdrache. Götterdrache? Der Urahn sagt, dass das Siegel halb zerstört worden wäre. Deshalb sind alle so nervös. Aber wir haben einen Drachentöter und einen Drachenblockierstab, oder nicht? Das Schwert zum Erschlagen von Drachen. Der Drachentöter ist nicht mehr da. Ich weiß nicht. Das wissen wir. Es war zusammen mit dem Stab an einem Ort verborgen, zu dem nur der Urahn Zugang hat. Und du wolltest jetzt mit all... Entschuldigung. Und du wolltest jetzt mit mir alleine über den Drachen sprechen? Das auch, aber eigentlich wollte ich dir etwas anderes sagen. Maru, verlass mich nicht. Ich will, dass du bei mir bleibst. Ich kann dich beschützen, wenn die anderen gegen dich sind.
Du bist lieb, wie immer. Aber wenn du das tust, werden sie dich auch hassen. Ich muss weg. Die anderen warten auf mich. Du hast Freunde? Sie sind alle cool. Sie zeigen und erklären mir vieles. Ciao. Maru. So, so, Götterdrache. Oh. Schöne Gegend. Das war der Göttersache. Was habt ihr vor? Wollt ihr diesen Mann Leute verfolgen? Wenn ihr Zeit habt, geht nicht besuchen. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann sich mit ihr auseinandersetzen. Dadurch findet man vielleicht heraus, woher man kommt und wohin man will. Ich glaube, er war nicht nur ein Snob. Tja, wir müssen auf Rose und Meru warten. Stimmt etwas nicht? Nein, ich hatte nur eine kleine Gänsehaut. Das ist alles. Ich habe so ein Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Ja, was dieses Gefühl... Oder was es mit diesem Gefühl auf sich hat. Und... was wir das nächste Mal erleben werden, das wissen wir das nächste Mal. Ja, wir haben diesmal sehr viel erfahren. Ja, über Drachenkrieg, über Dragoons, über Götterbaum, über alles Mögliche. Und ich spreche jetzt nicht nochmal. So, also, das nächste Mal mehr davon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall und... ich sage tschüss und auf Wiedersehen und ciao ciao und bis dann.